In sogenannten 1-Euro-Shops ist immer alles unglaublich billig. Und da muss man sich doch fragen, wie geht das? Warum ist das alles so billig? Und wo kommt die Ware überhaupt her? Wir haben einen Insider begleitet, der weiß, wie man mit 1-Euro-Ware Geschäfte machen kann. Thomas Tanklei ist seit über 20 Jahren im Schnäppchengeschäft. Der Postenhändler kennt die Tricks. Wer geht am besten? Den, den die Männer sich vorstellen? Oder die Realität? Der geht. Man braucht Fleiß und vor allen Dingen Härte, um das durchzuhalten. 1-10. Bist du König von Deutschland. Zweimal im Jahr trifft sich die Branche der Schnäppchenhändler bei der internationalen Aktionswarenmesse in Köln. Auch Thomas hofft hier auf gute Deals. Auf der Messe ist Akquisition von neuen Kunden. Viele aus dem Ausland, die ich noch nicht kenne, die kommen hier vorbei. Und alte Kontakte pflegen, ein bisschen Smalltalk, ab und zu mal am Posten einkaufen. Thomas hat keinen eigenen Laden, er ist Zwischenhändler. Seine Devise, günstig einkaufen und schnell weiterverkaufen. Sein Lager ist voll, er muss dringend etwas loswerden. Das ist der bestgehende Schlüpper, den wir haben. Mamas gepasst, das Ding läuft wie irre. Also man darf bei diesen Artikeln niemals nach einem persönlichen Geschmack gehen. Also persönliche Vorlieben wäre natürlich das, mit entsprechendem Inhalt. Aber die Realität ist das. Den größten Fehler, den man machen kann, einkaufen nach eigenem Geschmack. Völlig falsch. Sein zweiter Favorit in seinem Sortiment, Decken mit Tiermustern. Träume. Faunendecken, das neueste Motiv. Letztes Jahr hatten wir Leoparden, einen Tiger, Zebras. Jetzt gibt es den V. Ein Traum, da können die kalten Tage kommen. Oder Jessica, die Decke ist doch wirklich ein Traum. Siehst du, 2 Container. Das sind ungefähr 9600 Stück. Also für 2 Container brauche ich so 2 bis 3 Wochen. Den ersten verkaufen wir schnell, den zweiten teilen wir uns ein bisschen ein, falls die alten Kunden wieder nachkaufen. Doch vor dem Verkauf heißt es, viele Hände schütteln. Denn Kontakte sind in dieser Branche alles. Nur wer ein gutes Netzwerk hat, kann hier erfolgreich seine Schnäppchen an den Mann bringen. An die Schnäppchen kommt Thomas über unterschiedliche Wege. Unser Unternehmen ist zweigegliedert. Wir haben einen Teil des Unternehmens importiert Ware, natürlich größtenteils aus Fernost auch. Und der andere Teil des Unternehmens kümmert sich um Rest- und Sonderposten. Thomas ist unterwegs zu einem Zulieferer. Hier will er im großen Stil Sonderposten kaufen. Marco! Hey, Thomas! Die Begrüßung ist herzlich. Man kennt und schätzt sich. Mein erster Weg führt immer zur Banane. Das ist das wichtigste Kaufargument im Postenhandel, sind Bananenkisten. Weil die großen Discounter, die Aktionen fahren, verballern jetzt irgendeinen Artikel XY und der bleibt jetzt übrig im Laden. Der muss ja zurückgeführt werden. Die Originalkartons, also VE, sind nicht mehr vorhanden. Also wird die Ware in Bananenkartons gepackt. Die gibt es ja jeden Tag. Und in genau solchen Bananenkisten befindet sich auch das erste vermeintliche Schnäppchen. So wird's billig. Trick Nummer 1. Ware aus Geschäftsaufgaben. Also das sind Geburtstagsbücher. Da steht alles drin über das Datum, wer irgendwas erfunden hat, wer Geburtstag hatte, welche Promis dort irgendwas gemacht haben. Das ist deswegen Posten, weil die 15 Jahre beim Lagerhalter eingelagert waren. Dann ist derjenige, der eingelagert hat, verstorben. Der Lagerhalter hat sein Speditionspfandrecht geltend gemacht und so haben wir die Dinger bekommen. Die haben mal einen VK gehabt von 7,99 Mark und ich kann sie dir anbieten mit 20 Cent. Wie viel hast du davon? Wir hatten 1 Million, wir haben jetzt glaube ich noch 100.000 Stück. Aber ich denke mal, das ist ein bisschen Artikel, viel. Der geht bei mir in den Euroläden gut. Die Menge ist kein Problem. Menge ist kein Problem. Ich krieg die weg. Machst mir alle für 18? Ja, ist ein schönes Geschäft. 100.000 Stück, 18 Cent, wieder bist du. Wir können für 2 Stück für 1 Euro verkaufen. Es ist ein absoluter Knaller, wird das werden. Auf jeden Fall, das kriegen wir schnell weg. Wir haben sehr viele Kunden und das geht schnell weg. 1 Euro kosten 2 Bücher später im Schnäppchenmarkt. Bei Thomas als Zwischenhändler bleiben 4 Cent pro Buch hängen. Ihm bringt der Deal etwa 4.000 Euro. Der nächste Trick, antizyklisch kaufen. So wird's günstig. Thomas hat eine Teichfigur entdeckt, Sommerware. Aber so kurz vor dem Winter? Kostete mal 59 Euro, 10 Euro glatt, ohne lang zu schnacken. Doch so ganz schmeckt Thomas der Preis noch nicht. 8 Euro, aber dann ist vorbei. 8? Das passt. Okay, 8 Euro. Schnell wie immer. Antizyklisch kaufen ist eigentlich eins der einfachsten Tricks, die es gibt im Postenhandel. Ich kaufe Ware, wo die Saison gerade vorbei ist. Dann ist es natürlich günstig, weil jeder will die Ware weghaben. Man braucht Platz im Lager, es kommt wieder was Neues. Die erstandene Ware kommt in den meisten Fällen in die Zentrale nach Simbach in Niederbayern. In den dortigen Hochregallagern herrscht Hochbetrieb.
Was reinkommt, muss möglichst schnell wieder raus. Denn die Gewinnmargen pro Stück sind klein. Nur so bleibt's billig. Allein die Masse macht's. Das heißt, die Firma muss in möglichst kurzer Zeit viel Ware umsetzen. Nur so lohnt sich das Geschäft. Thomas ist unterwegs zu einem Schnäppchenmarkt. Dort will er seine Ware losschlagen. Das geht besser persönlich als zum Beispiel übers Internet. Die Kunden möchten die Ware anfassen, dran rumspielen, vielleicht auch drauf rumbeißen, wer weiß. Jedenfalls wollen sie was in der Hand haben. Man braucht Fleiß und vor allen Dingen Härte, um das durchzuhalten. Weil die Umgangsformen sind etwas rustikaler, die Arbeitszeiten sind etwas anders. Vor allen Dingen sind die langen Wegstrecken im Pkw, ja, sag mal, war für normale Menschen unmöglich zu bewältigen. Weil wer fährt dann im Monat 10.000, 11.000 Kilometer? Und das ist sein Ziel, ein Sonderpostenmarkt in Hamburg. Inhaber ist Broder Andersen, ein Schnäppchen-Profi. Um den Verkauf noch mal richtig anzuheizen, gibt's hier heute einen besonderen Knüller. Heide, zu einem Spottpreis. Die habe ich jetzt von meinem Großhändler gekauft, weil er den nicht mehr los wurde. Und ich habe sie knapp kalkuliert, damit wir auch mal unsere Kunden richtig schön hier reinlocken können. Und ich denke, dass wir das heute Abend, vielleicht morgen Mittag, dann auch alles verkauft haben. Das sind ungefähr 1.200 Stück. Die Schnäppchenjäger lassen nicht lange auf sich warten. Denn die Heide kostet in der Nachbarschaft mindestens 1 Euro. Toppreis. Habe ich in der Zeitung gelesen und bin gleich hergefahren. Für 49 Cent bekommen Sie die Heide nirgendwo. Weil sie schön ist und billig ist. Jetzt sind die auf dem Parkplatz gefragt worden. Mein Gott, noch mal. Sie fahren doch Porsche, was wollen Sie eigentlich hier? Dann haben wir gesagt, ja, wir können nur Porsche fahren, weil wir hier kaufen. So viel spart man eben hier und das ist das Tolle. Und dann staunen die Leute und sagen, kann doch wohl nicht wahr sein. Die Kunden sind zufrieden. Und Bruder Andersen ist es auch. Er hat seinen Traumjob gefunden. Schon als kleines Kind mit 6, 7 Jahren habe ich schon bei einem Schrotthändler Ware gekauft, die ich dann weiterverkauft habe auf andere. Und freute mich eigentlich mehr darüber, dass ich einen günstigen Preis kriege, als dass die Ware nun vielleicht besonders gut wäre oder irgendwas. Also ich habe nicht wie andere damit rumgeprahlt, dass das so teuer war, sondern eher, dass es so billig war. Als das hier sich entwickelte, dass ich einen Sonderpostenmarkt aufmache, war es genau mein Metier. Schnäppchen schlagen. In dem Laden gibt's Schnäppchen an allen Ecken. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Hier ist es was durchgestrichen und da steht beruhigt den Hals. Beruhigt den Hals ist aber was Medizinisches, das durften die nicht verkaufen. Deswegen haben wir das als Sonderposten gekriegt. Die mussten alle durchgestrichen werden, wir haben sie aber schon durchgestrichen gekriegt. Und deswegen können wir das hier für 99 Cent verkaufen. Also, sonst kostet es, glaube ich, fast 2 Euro. Und noch ein Billigtrick, beschädigte Verpackungen. Ja, hier sehen wir jetzt verbeutelte Dosen. Das ist, hat aber mit der Qualität überhaupt nichts zu tun. 2,99 nehmen wir dafür. Die kostet bestimmt 6, 7 Euro draußen. Und für den Kunden, der das braucht, ist es völlig egal mit dem verbeult. Insofern ist das ein echter Posten hier. Günstig zu haben auch Ware kurz vor dem Ablaufdatum. Eine Lieferung kommt an. 1200 Tafeln Markenschokolade. Die Ware ist einwandfrei und extrem günstig. Der Grund? Die habe ich jetzt so günstig gekriegt, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum kurz ist. Noch ungefähr 4 Wochen noch. Und die Menge von 1500 Stück werden wir in 4 Wochen zügig verkaufen, wahrscheinlich schon in einer Woche. Denn wir sind ja mit dem Preis dann auch sehr aggressiv. Ein weiterer Schnäppchentrick ist die sogenannte unverkäufliche Ware. Und die lagert im Kühlraum. Es handelt sich um Wurst. Aber was heißt unverkäuflich? Hier haben wir eigentlich auch Posten, zum Beispiel die sogenannten Endstücke, die der normale Handel ja nicht mehr verkaufen kann. Das sind solche Stücke, da werden die ganzen Scheiben abgeschnitten, weil im normalen Handel müssen das ja gerade Scheiben sein. Hier haben wir zum Beispiel diese geraden Scheiben, alle gleich groß, beim Endstück ja nicht. Wir nehmen hier 2,49 das Kilo, im normalen Handel 4,25. Thomas ist auf dem Weg zu ihm, im Gepäck viele Artikel und ein Plan. Die Strategie bei Broder ist folgendes, man muss einfach länger durchhalten als Broder. Er kauft eigentlich fast alles, wenn der Preis stimmt. Und da ich ungefähr 350 Artikel dabei habe, guckt er sich auch 350 Mal was an. Und es ist also eigentlich heute ein Zeitrennen. Danach ist man völlig fertig, aber man ist wie im Postenhimmel. Doch den muss er sich jetzt erst mal verdienen. Die beiden Schnäppchendealer kennen sich seit vielen Jahren. Los geht's. 39 Cent. Den Preis gibt es in der ganzen Republik nicht. Das sind auch die, die es schon ein paar Jahre gibt jetzt auch, ne? Ja. Das ist flauschig. Ja. Also das ist dein Preis. Also ich mache normal 45 unterster Preis. Ja. Aber da du ja wirklich alles verschenkst, gut, 39 kriegst du jetzt Cent. Einen Vorzugspreis. Ich handle dann auch nicht.
Nicht schön, aber unschlagbar billig. 1440 Paar Handschuhe gehen ins Lager. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufdrehen, sonst wird das hier langweilig. So. Oder was gibt's? Nicht so laut her. Wenn du mir das dazu abnimmst, weil da haben wir uns ein bisschen verkauft. Ein kleines Bierchen. Aber Geschenk und das eine Hilfe. Ich schreib's mir das auf, weil du glaubst das nicht. Was muss der Tank gleich haben? So, den Bär schreibe ich jetzt oben drauf. Das ist jetzt die Rammspuka in der neuesten Version. Okay? So, pass mal auf. Sag mir mal einen Preis. 1,50 Euro. Boah, du bist alt. Du passt mal besser. 1,10. Du machst jetzt 1,49 im Laden. Das wäre geil. Bist du König von Deutschland? Das wäre geil. Man hat original gekostet 14,90. Ja. Das ist ein Posten aus Österreich. Ja. Was war ich jetzt mit dem Bär? Den ja, haben wir zu viel, kaufen wir ein paar ab. Das haben wir uns verkauft. Ja, was kostet der dann? 55. 1,10. Im Karton sind wir drin? Das sind 24. 240 Spiele, 500. Das ist schon mal gut. Ja, Bär. Thomas Tanklei ist zufrieden. Er ist, wie erhofft, einiges losgeworden. Ob es bei der Messe auch klappt? Nicht jede Schnäppchenware stammt aus Posten. In Deutschland kommen 80% der Billigartikel aus Fernost, meist über Holland. Die großen Importeure dieser Ware sitzen nun mal in Holland. Aber es ist halt keine Kunst, aus China zu importieren, das kann jeder. Die Kunst ist, Ware zu handeln, die unter China-Preis liegt. Das sind Restposten. Und dann kommen wir ins Spiel. Jetzt versucht Thomas, einen Treffer zu landen. Zwei Vertreter einer großen Warenhauskette interessieren sich für seine Artikel. Thomas gibt Gas. Und das sind dann Sortiment, kann man Lot festlegen, zum Beispiel mit 100, also wie sie es brauchen. Dann präsentiert Thomas seinen vermeintlichen Verkaufsschlager. Jeder Kunde, der so noch nicht hatte, den wir missioniert haben, sag ich mal, ja, ja das stimmt ja, die laufen wir, das ist unglaublich. Das ist hässlich, gell? Aber ja. Geht, ja. Aber geht. Oder nie angezogen sehen irgendwo. Ob er die beiden mit der Decke begeistern kann? Hier, wir haben nur mal vom Motiv. Die T-Shirt und Leopard kennen Sie ja. Das ist ja schon Alltag. Jetzt haben wir was Neues, ein V. Ist das was? Oder ist das von den Farben zu extrem? Ist ein bisschen extrem von den Farben. Weiß nicht, fürs Kinderzimmer gut, aber... Fürs Wohnzimmer nicht, den V? Nee. Meinen Sie nicht? Die Decken waren es wohl nicht. Aber der Mama-Slip hat überzeugt. Thomas ist zufrieden. Ich gehe davon aus, dass wir dort 2-3 Artikel platzieren werden. Und das geht jetzt weiter. Sie kriegen jetzt die Angebote schriftlich, bestätigen uns das, dann werden wir eingelistet und dann können wir ständig liefern. Und das ist gut. Und dafür lohnt sich die Messe. Und so dreht sich das Postenrad weiter. Und die Schnäppchenjäger können weiterhin zuschnappen.